Im Hafen von Agostoli hatte sowohl unser Kapitän als auch der Kapitän der Yacht neben uns Probleme mit dem starken Sturm. Mit Mühe kämpften beide dagegen an. Als wir später von Bord gingen, zog es uns sogar die Füße weg. So stark war der Sturm. Wir machten trotzdem einen kleinen Spaziergang durch den Ort, der aber ziemlich langweilig war. Und wo ich mich ein weiteres Mal fragte, warum legt man hier an? Hier gibt es so gut wie gar nichts zu sehen und zu erleben. Wenn wir im Ausland sind, gehen wir immer wieder gerne auf Märkte oder auch in Supermärkte. Es gibt für uns nichts Interessanteres, als die ortsüblichen Lebensmittel kennenzulernen. Ja, und in diesem Supermarkt war das auch nicht anders. Tintenfische. Sieht man ja gar nicht. Ach so, da. Okay. Ist da oben Tintenfisch Ringer oder was ist das für ein? Das, also wo ist Muscheln? Ach, da ist Muscheln. Ja. Aber die Dinger da? Am Abend kam dann schon sowas wie Abschiedsstimmung auf. Wir besuchten ein letztes Mal die tolle Show im Theatrium, tranken einen letzten alkoholfreien Cocktail und packten dann gemütlich die Koffer, um sie vor dem Schlafengehen vor die Tür zu stellen.
Da wir am Abreisetag erst abends abgeholt und zum späten Heimflug an den Flughafen gebracht wurden, stand uns der ganze Tag noch zur freien Verfügung. Weil das Wetter aber wechselhaft war und wir schon in Aufbruchstimmung waren, entspannten wir dann nur noch ein wenig an Bord, bis wir endlich abgeholt wurden. Meine Fresse, ich will jetzt endlich nach Hause. Das ist richtig blöd, wenn man eine ziemlich späte Abreisezeit hat. Dann hängt man noch so den ganzen Tag auf dem Schiff rum. Und ich reise halt gerne lieber früher an, kann dann das Schiff in aller Ruhe auskundschaften und dementsprechend dann auf der Rückfahrt wieder zurück. Also so sind wir dann, schätze ich mal. Es ging mit der Nacht heute zu Hause. Und das ist blöd. Und jetzt dümpelt man hier auf dem Schiff rum und die neuen Gäste kommen schon an und alle sind in Urlaubslaune und wir wissen, dass wir jetzt eigentlich nur noch drauf warten, nach Hause zu kommen. Ist ziemlich blöd. Aber gut, dann bereiten wir uns jetzt langsam mal drauf vor. Ich weiß jetzt gar nicht, 1,5, 2 Stunden. Dann werden wir abgeholt.